Naturalisten versuchen ja alles, um das Jenseits irgendwie zu widerlegen, was selbstverständlich nicht einleuchtet, da die Vorstellung eines Jenseits doch sehr tröstend und schön ist. Doch manche Argumente von Naturalisten sind so hanebüchern, dass sie eine extra Behandlung verdienen. Und wir wollen nun die absurdesten Skeptiker-Aussagen, die ich bereits gehört habe in Diskussionen, einmal genauer beleuchten. Fairerweise muss man natürlich dazu sagen, dass nicht von allen Skeptikern diese Argumente genommen werden, da selbst sie einsehen, dass sie sinnfrei sind. Jedoch habe ich das schon von vielen Skeptikern und Naturalisten gehört, deswegen wollen wir es einmal behandeln. Jetzt gibt es Menschen, die sagen, zunächst einmal, ja, im Jenseits sind wir ja ewig, es ist ein ewiger Zustand. Doch wenn das ein ewiger Zustand ist, wenn wir in der Ewigkeit sind, dann wird das doch unter Umständen irgendwann mal sehr, sehr langweilig werden für die Menschen. Die Menschen werden sich langweilen und sie können nichts mehr damit anfangen. Jeden Tag das Gleiche, das muss doch irgendwann mal ganz schön schrecklich und furchtbar werden. Da kann sich doch selbst Gott langweilen. Und dies wird dann ernsthaft als ernsthafter Grund angegeben, nicht an die Existenz des Jenseits zu glauben. Doch hier haben wir wieder genau das, was wir schon sehr oft gesehen und kritisiert haben und auch widerlegt haben. Denn hier werden wieder immanente Zustände auf die Transzendenz projiziert, obwohl das logisch überhaupt gar keinen Sinn ergibt. Denn wenn wir uns das Ganze einmal genauer anschauen, dann resultiert Zeit ja erst aus der Ewigkeit. Die Immanenz resultiert ja erst aus der Transzendenz. Aus der Transzendenz heraus entsteht das alles ja. Wie Hans-Peter Dürr es bereits formulierte, die Materie ist ja nur diese Schlacke und jenseits der Materie gibt es Welten, das sagt ja auch Albert Einstein schon, die unsere Vorstellungskraft sprengen. Es gibt ja auch den Unsagbarkeitstopos von Menschen, die eine Nahtoderfahrung erlebt haben. Sie sagen, in ihrem Bewusstsein sei alles gleichzeitig gewesen, es sei eine zeitlose Dimension nach dem Tode und es habe mit Zeit nichts zu tun, denn es ist die Ewigkeit. Natürlich können wir uns das nicht vorstellen, wenn unser Bewusstsein noch von unserem Gehirn gefiltert wird. Doch wenn wir dann, wie die Nahtoderfahrenen es immer so schön ausdrücken, frei sind, dann erleben wir unser Bewusstsein, wie es tatsächlich ist, nämlich das Bewusstsein transzendenter Natur. Und das eben hat mit Zeit nichts zu tun. Jetzt ist die Langeweile eine Nebenerscheinung, eine unangenehme Nebenerscheinung von nicht sinnvoll oder zumindest im Gefühl des Einzelnen und des Individuums nicht sinnvoll investierten Zeit. Doch dies hat mit dem Jenseits nichts zu tun, denn da herrschen ja Ewigkeiten. Und diese Ewigkeit, die lässt sich natürlich für uns nicht fassen, doch es handelt sich hierbei um zeitlose Zustände, die natürlich für uns schwer zu beschreiben sind in unseren Kategorien. Jenseits dieser Kategorien werden sie jedoch normal und selbstverständlich sein. Deshalb ist es unlogisch, von der Ewigkeit davon zu sprechen, dass es irgendwann mal langweilig wird. Auf Ähnliches beläuft es sich in unserem nächsten Argument, und zwar wird da einfach gesagt, ja, jetzt Leute, passt mal auf, das Jenseits, es sind schon so viele Menschen gestorben. Glaubt ihr nicht, dass es im Jenseits irgendwann mal ganz schön eng wird und keiner mehr reinpasst? Und das geben dann auch viele Menschen als logischen Grund an, nicht an das Jenseits zu glauben. Doch hier wird wieder von unseren kategorialen Unterschieden zum Jenseits ausgegangen. Hier wird wieder die Immanenz auf die Transzendenz projiziert, obwohl aus der Transzendenz die Immanenz ja erst hervorgeht. Das bedeutet, der nicht-lokale Raum ist ja nicht lokal, der ist überall und er umfasst die ganze Welt, ist aber selbst sehr viel größer als der Raum. Weshalb als Ewigkeit per Definition und als transzendenter Raum hier kein Platz, wie wir ihn hier kennen und in materiellen Gegebenheiten vorfinden, kein Raum, wie wir ihn hier kennen, vorliegt. Und es gibt ja höhere Dimensionen. Es gibt ja zweidimensional, dreidimensional, vierdimensional und fünfdimensionale Dimensionen haben ja Forscher bereits solche Räume entdeckt und konnten sie zum Beispiel bei CERN nachweisen, zumindest plausibel machen. Und dass das Jenseits über die ganzen Dimensionen hinausreicht. Illobrand von Ludwiger beispielsweise, ein Astrophysiker und Ufologe, spricht auch von der Sechs-Dimension, dass das eben über alle Dimensionen hinausragt, das ist ja logisch beim Begriff Jenseits und beim Begriff Transzendenz. So, und jetzt
kann man allerdings noch einen ganz immanenten Grund aufführen, warum dieses Argument komplett logisch ist. Allein die Größe des Universums in der ja unendlich viele Menschen platziert werden könnten. Da könnten ja tausende Erden bewohnt werden und es wäre nur ein winzig kleiner Fleck des Universums gefüllt, zeigt schon, dass eben in irdischen Kategorien nicht gedacht werden darf, denn allein das Universum ist ja unendlich groß und solche Unendlichkeiten, die natürlich bei uns auf der Erde in unserer Natur nicht vorzukommen vermögen, deshalb glauben wir könnten das Ganze reduzieren, wir könnten das Jenseits auf immanente Dinge reduzieren. Doch allein im Universum könnten alle Menschen, die je auf der Erde gelebt haben und noch leben werden, problemlos platziert werden, ohne dass damit auch nur ein Hunderttausendstel des gesamten Universums ausgefüllt wäre. Und noch ein Aspekt möchte ich euch nennen, und zwar hat die Erde ein Volumen von etwa schätzungsweise 1.085.248.456.000 Kubikkilometer. Das ist allein die Erde. Doch das Volumen der Sonne, des zentralen Gestirns unseres Sonnensystems, beträgt ungefähr 1.410.440.011.000.000 Kubikkilometer. Und da muss man sich dann schon überlegen, ob wir da ernsthaft noch davon sprechen können, dass alle Menschen, die je auf der Erde gelebt haben, dass die da keinen Platz hätten. Denn jetzt schauen wir uns nämlich das mal an. Wir müssen jetzt nämlich das Volumen der Sonne durch das der Erde teilen. Dann wissen wir, wie oft rein theoretisch das Volumen der Erde in das Volumen der Sonne hineinpassen würde. Und da erhalten wir als Ergebnis dann die Zahl, 1.299.647. Also knapp 1,3 Millionen. Also knapp 1,3 Millionen Mal passt die Erde also in die Sonne. Und wenn allein sowas möglich ist, wie kann man dann ernsthaft noch logisch den Gedanken vertreten, dass im Jenseits die Menschen nicht Platz hätten und es im Jenseits knapp werden würde für die Menschheit? Also da sehen wir dann schon, da wird es komplett unlogisch. Der dritte Grund, der immer wieder uns in die Schuhe geschoben wird, allerdings nie behauptet wurde und natürlich von New Age-Bewegungen falsch interpretiert und missbraucht wurde, ist tatsächlich die neu-esoterische Idee, alle Menschen würden in den Himmel kommen und es gäbe eine Allversöhnung. Das wird weder von irgendwelchen Religionen behauptet, da bereits in den ältesten, also archaisch-animistischen Religionen, karmisch negativ geladene Ebenen, Astralebenen existieren. So gesagt, es gibt immer schon Himmel und Hölle und in der christlichen Vorstellung auch das Fegefeuer und Nahtoderfahrungen bestätigen dies. Nicht alle Menschen kommen in den Himmel, man kann nicht einfach irgendwas willkürlich tun und dann kommt man in den Himmel. Das wäre wahrhaftig eine Wunschprojektion à la Feuerbach, doch Feuerbach konnten wir unter anderem damit widerlegen, dass die christliche Religion, allerdings auch andere Konfessionen und Religionen, sowie Weltanschauungen und Konzepte und auch Nahtoderfahrungen ein Weltbild entwerfen, bei denen böse Menschen, die eben viele Fehler und Vergehen getan haben auf Erden, dass die eben nicht in den Himmel kommen, sondern in der Hölle und in finsteren Astralebenen landen. Auch Menschen, die glauben und das ist unser viertes Argument, Menschen glauben nämlich, ja, da könnte man sich umbringen und man wäre in der Herrlichkeit. Dann würden Nahtoderfahrungen und eine Jenseitsvorstellung Suizidgefahr hervorrufen. Doch das ist natürlich auch absoluter Blödsinn, denn nicht nur steht in alten Schriften geschrieben, dass Suizid bestraft wird, auch jenseitig, sondern sowohl in Nachtodkontakten erscheinen Menschen, die Suizid begangen haben und gesagt haben, ja, unsere Probleme müssen wir im Jenseits weiter aufarbeiten, in dunklen und schlechten Astralebenen, bitte, in karmisch negativ geladenen Ebenen, bitte, helft uns daraus, betet für uns. Und auch Menschen, bei denen ein Suizidversuch missglückt ist, die berichten dann hinterher auch von Nahtoderfahrungen, bei denen sie also mit anderen Menschen, die erfolgreich Suizid begingen, in einer stickigen, finsteren und düsteren Umgebung sich wiederfanden im Jenseits. Und dass es eben so ist,
dass die Menschen quasi dann Probleme haben. Und dass die Probleme, die verschwinden durch den Tod nicht und die lösen sich auch nicht in Luft auf, sondern die müssen im Jenseits weiter aufgearbeitet werden. Insofern ist auch dieses Argument, dass die Vorstellung eines Jenseits Suizid glorifizieren würde und also förderlich und also fördert, auch absoluter Schwachsinn. Denn selbst spirituelle Erfahrungen können diese Annahme falsifizieren. Ja, das sollten jetzt erst einmal ein paar Argumente sein, die hervorgebracht werden, warum das Jenseitskonzept sinnlos wäre. Natürlich allesamt mehr als nur gescheitert, wie wir gerade festgestellt haben. Ja, ich wünsche euch noch was. Ich freue mich auf den nächsten Beitrag, wenn wir über etwas anderes sprechen werden. Was das sein wird, das werden wir dann noch sehen. Auf jeden Fall bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und sage auch hier wieder auf Wiederhören und Gottes reichen Segen.